Minecraft, willkommen zur nächsten Folge Minecraft Sky Factory. Heute wieder alleine und wir kümmern uns heute endlich mal um unser Glück. Und dazu hat mir Mephisto gesagt, ich könnte den Enchanter von End.io bauen. Der braucht XP, okay. Book and Grill to create enchanted books. Dazu brauchen wir Darksteel Ingots. Darksteel Ingots können wir nur über Pulverized Kohle, Eisen und Obsidian herstellen. Und deshalb müssen wir uns zuerst einen Pulverizer bauen. Ich habe, glaube ich, das Rezept soweit im Kopf. Moment, erst brauchen wir ein Tin Gear. Ich glaube, das kriegt man so hin. Jawohl. Dann brauchen wir Glas an den Ecken. Ne, nicht in den Ecken. Und Eisen in den Ecken. Dann haben wir hier ein Maschinenframe Basic. Dann brauchen wir Kupferräder, Zahnräder, zwei Stück. Dann brauchen wir noch ein Redstone Reception Coil. Und hier ist kein. Das mit dem Tab muss ich noch lernen. Brauchen wir zwei Redstone. Und dann weiß ich nicht mehr weiter. Pulverizer. Ein Piston. Holz. Cobblestone ein bisschen. Und das eine Redstone hier noch. Dann haben wir zwar kein Redstone mehr für Solarzellen, aber daran arbeiten wir ja gerade auch. So, Piston. Zwei davon. So, Maschinen-Dings da, ja, so, so. Und Pulverizer. Den stellen wir jetzt einfach mal hier hin, damit er einfach Strom kriegt. Dann müssen wir da Kohle reinhauen. Und dann produziert er uns Kohle. Dust. Gut. Vier Eisen. Vier Obsidian. Und vier Kohlepulver. Da ausmachen. So. Ah doch, es braucht bloß. Ah komm, da hat er drei raus oder nein? Es braucht relativ lang. Ja, der braucht eine Weile. Wir gucken mal, was wir sonst noch brauchen. Ein Buch brauche ich, glaube ich. Enchanter. Ein Buch, zwei Diamanten. Ein Buch über diese Blank Pattern. Müssen wir ja so machen. Einfach weggeschmissen. So, dann Strings haben wir hier noch. Und Papier. Oh, und Papier war, glaube ich, ein bisschen doof für uns herzustellen. Genau. Wood Chips. Weil wir haben kein Zuckerrohr im Moment. Chips. Einmal haben wir hier. Zwei, vier. So. Einen Hammer haben wir auch nicht mehr. Was? Wir haben 50 Blätter? Ich glaube, ich hatte sogar noch welche. Heidenei.
So, gut. Dann haben wir jetzt eben noch ein paar mehr. Dann Buch dahin. Zwei Diamanten brauchen wir. So. Der Dark Steel. Haben wir zwei. Auf eins müssen wir noch warten. Oh, dann können wir hier wieder anmachen. Der Dust wird hier schön produziert. Dann hauen wir mal den Gravel raus, dann geht da Dings da rein. Den Gravel können wir da oben noch mal reinhauen. Und den hauen wir auch da oben rein. Da machen wir noch ein bisschen Sand draus. Ne, ist ja egal. Der Gravel wird zuerst durchgehauen. Ja, machen wir auch raus. Brauchen nämlich jetzt Redstone. Redstone haben wir nicht mehr. Brauchen wir. So. Darksteel ist fertig. Dann können wir uns jetzt den Enchanter bauen. Ding, 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 ding. Enchanter. So, ich weiß jetzt gar nicht, wie der wirklich funktioniert, deshalb pflanze ich den jetzt einfach mal da in die Ecke. Quill. Hook and Quill. Polarized Kohle und Feder. Schande. Eine Feder kriegt man nicht. Nein! Ich wollte eigentlich hier schnellstmöglich das hinkriegen, damit ich aus dem Dust genug Zeug rauskriege, genug Redstone. Ja, egal. Den Gravel. Das war eigentlich eine doofe Idee, den Gravel da reinzumachen. Hau den Gravel mal noch da rein. So. Sehr schön. Kriegen wir noch mal ein bisschen Baumaterial. Gute ist, Marble brauchen wir gerade nicht, aber wir kriegen genug davon. Ach, immer dieses Tab. Guck schon wieder. Weil ich immer mit Tab rausgehe und nicht mit Escape. Doch, wir haben den Gravel da rein. Wir haben sonst kein Redstone. Das ist doof. Ah, Kohle, Pulver haben wir da rein. Und hier haben wir mal noch Kohle rein. Gut. Kingstone wird weiter produziert. Haben wir auch noch im Inventar. So, dass wir hier noch eine Stufe draufhauen. Da müssen wir jetzt drauf achten. Ich glaube, da oben können Monster spawnen. Und dann sollten wir schnell noch ein paar Fackeln machen. Ich sehe gar nicht. Das ist ein bisschen doof. Ich sehe nicht, was da oben abgeht. F7. Seht ihr hier?
Nein, ich wollte nicht runterfallen. Sehr gut, einmal komplett rumgebaut. Mit einem Klick. Gut, da lassen wir auch mal noch offen. Dass wir da auch schön hochkommen. Noch eine Fackel hin. Gut, also wir sind erstmal abgesichert vor Monstern. So, und da hinten raus kommen wir jetzt hier erstmal. Das ist auch gut. Redstone. Ach Mensch. Mehr Kohle das machen. So, wie gesagt, als nächstes müssen wir uns da hinten um diesen neuen Cobblestone-Generator kümmern. Beziehungsweise auch um die Stromquelle. Wir werden probieren, das ein bisschen kompakter zu bauen. Für den Moment lasse ich das, glaube ich, hier mal. Die Kiste setzen wir mal schon dahin. Das können wir nämlich machen. Dann kommt natürlich kein Cobblestone dabei. Dann können wir da auch gleich nochmal einen Hopper setzen. Der kommt aber dann schon hier drauf. Und dann Hopper da. So, und dann brauchen wir Item-Conduits. Aber dafür brauchen wir auch dieses doofe, wie heißt das doch gleich? Ach ja, Enderperle. Das Coole ist auch hier, hier gibt es eine Füllanzeige. Das finde ich auch nicht schlecht. Guck mal, der Sand, der läuft hier durch, der Gravel läuft hier durch, wie weiß was ich was. Gut, wir produzieren Redstone und all den anderen Scheiß, den wir auch brauchen. Das ist schon mal sehr gut. Eisen haben wir jetzt wieder genug. Aluminium haben wir nicht so viel. Aber apropos Aluminium. Ich hatte doch irgendwo noch Aluminium. Oder irgendwas vorbereitet? Ne, doch nicht. Redstone. 9 Redstone haben wir. Dann gucken wir mal nach Aluminium. Aluminium. Wo ist es denn? Hier. Davon auch Aluminium, ne, das hat man schon.
Aluminium. Hier kriegt man noch einen raus. Gut. Jetzt müssen wir den hier wieder leer machen. Das ist halt der Nachteil, wenn man nur eine Möglichkeit hat, was zu brennen. Das müssen wir auch noch verändern. Vielleicht einen Induction Smelter ranklotzen. Für so andere Dinge, die wir brennen müssen. Wir können das Glas schon mal vorbereiten. Solange das Aluminium hier durchschmilzt. Fünf, drei kriegt man noch mal. Ich weiß noch nicht, ob das reicht. Nein. Ein Aluminium brauchen wir noch. Und das kriegt man nicht. Verdammte Axt. Da ist noch Sand, der kommt da oben wieder rein. Dann können wir den Hebel auch wieder aufmachen. Und den da auch. So, das lassen wir nämlich alles durchlaufen, bis die Kiste leer ist. Das ist alles kein Problem und dann läuft einfach die ganze Anlage leer. Und wir haben keinen Overflow irgendwie kreiert. Alles gut. Sehr schön. Das freut mich, dass es alles hier vorangeht. Könnt gerade mal gucken. Hier rein. Aluminium. Guck mal, da haben wir noch so ein Aluminium-Dust. Was hatte ich gesagt? Induction Schmelder. Invar Gears brauchen wir da. Invar ist Eisen und Nickel. Nickel. Eisen in der Ofen, aber in der Ofen ist platziert, also lassen wir das jetzt erstmal. Wir haben noch drei Bücher. So, der braucht irgendwie. Ach so. Wer Federn? Wie kriegt man Federn? Lootbags. Das heißt, wir müssen uns doch eine Monsterfalle bauen. Werde ich nächstes Mal dran arbeiten. Ich weiß noch nicht genau wo und wie ich die. Ich will sie eigentlich unten platzieren. Elevator. Travelers Wand haben wir auch nicht. Wir brauchen auf jeden Fall Wolle und Enderperlen. Enderperlen hat uns Mephisto zwei Stücke gegeben. Aber ich glaube, so viel Wolle habe ich nicht. Enderperlen 2. Und Wolle haben wir 3. Gut. Dann machen wir hier mal noch ein bisschen Wolle. Also hier so Dingsdarzeug. Enderperlen haben wir 2, ja. Das ist einfach zu wenig.
Das ist ja die Kiste von den Geschenken hier. Ja? Nicht, dass ihr das missversteht, dass ich plötzlich an dieses ganze Zeug dran gekommen bin. Inventar voll. Vielleicht kriegen wir noch ein Aluminium hin. Das wäre cool. Nee. Nee, kriegt man nicht. Die Ingots kommen nicht da rein, die kommen hier rein. Muss doch ein bisschen Ordnung schaffen. Und von hier könnte man eigentlich mal einen Stack Lapis rausnehmen und noch einen Stack Kohle. Und die Diamanten. Diamanten und das auch. Das auch, das auch. Dafür, dass wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Glowstone können wir auch rausnehmen. Das kommt hier rein, weil das brauchen wir eventuell je nachdem zeitnah zum Craften. Und dann hätten wir es auch mal wieder für diese Folge geschafft. Heute wieder ein bisschen kürzer, wie das letzte Mal. Ihr wisst ja, mit Mephisto dauern die Folgen einfach immer viel länger. Ich hoffe, da kommt noch, einiges aus diesem Dust raus. Redstone-mäßig. Ich hau mal hier. Ah, ich glaube, nein, echt. Aluminium. Wir können noch 3 Aluminium machen. Das ist cool. Dann kriegt man nämlich noch eine Solarzelle. Eine Solarzelle geht noch. Und das Redstone haben wir dafür auch noch. Und dann brauchen wir noch einen Redstone Reception Coil. Den können wir uns schon machen. Sollte lang bis. Ich will hier keinen. Oh, ich habe doch noch einen Haufen Redstone durch diese Blöcke, die ich mal gekriegt habe. Habe ich ganz vergessen. 3. So schnell dieses Zeug daraus. Da rein. Dann da drüber. Und dann haben wir noch 9 Solarzellen, die wir zu einer Solarzelle Pille 2 machen. So, jetzt haben wir hier 2, 4, 6, 8, 10 Solarpanel. Das ist schon mal sehr gut. Das bringt uns ordentlich weiter. Und ja, das wird sich ja noch ausbauen durch Solarpanel, die ich auf der anderen Seite platzieren muss. Das heißt, da drüben am Rand. Da kommen dann auch außen so wie hier so eine Batterie dran. Was macht der denn hier? So, wie gesagt, das lassen wir hier alles durchlaufen. Wir könnten hier mal noch ein bisschen auffüllen kurz. Ah, der generiert viel weniger. Ist egal, das lassen wir leer. Lassen wir leer laufen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Da kommt aber viel raus. Ich glaube, das lassen wir mal hier mit dem Dust. Weil ich glaube, das läuft sonst voll und dann läuft es über. Das hauen wir lieber alles da rein. Jetzt haben wir nur das Problem, dass wir hier denn das nicht mehr reinkriegen. Na, dann müssen wir. Müssen wir hier so machen. Es wird schon nicht überlaufen. Brauchst du keine Angst haben, hoffe ich.
Gut, das war's von der heutigen Folge Minecraft Sky Factory. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und da werden wir eine Monsterfalle bauen. Nur eine kleine, nicht so riesig, wie es die anderen hier gemacht haben. Einfach nur der Praxis halber, damit wir an so ein paar Loot-Sachen kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder einen Kommentar da. Bis dahin. Ciao.